Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Civilization 6. Herzlich willkommen im alten Griechenland mit Athen und wie hieß unsere andere Stadt? Argos. Und da ist ein Weltwunder, das hoffentlich gebaut wird von uns und nicht von irgendjemand anderes vorher. Und zwar werden das die hängenden Gärten. Ich bin schon gespannt. Nächste Runde. Ich hoffe mal, ich habe alles erledigt mit meinen Spielern. Was ich erledigen wollte, ich glaube, ich wollte es hier hinbauen, damit ich ein bisschen weiter weg von der Stadtgrenze von Jerewan bin. Wobei wir. Ja, doch, ne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ich glaube halt leider, dass die Stadtgrenzen von Jerewan auch mit der Zeit wachsen, aber egal. Ja, den schicken wir hier hin. So, und ich glaube, die anderen, die sind alle schon am Machen und Tun und haben schon alle was zu tun, oder? Unsere Krieger. Ja. Krieger. Speer. Okay. Tja, dann können wir bald die dritte Stadt bauen. Ich bin gespannt, wie diese dann heißen wird. Am nächsten Naturwunder. Da haben wir direkt mal zwei Naturwunder drin. Und mit den Speeren wollten wir jetzt weiter hier in die Richtung ziehen. Dieses, ja, Barbarendorf, das können wir dann natürlich andermal platt machen, weil. Mit den Einheiten macht das keinen Sinn. Ach ja, hier waren diese ganzen Walvorkommen, aber ansonsten halt Wüste, deswegen nicht so geil. Oh, ich hatte ganz kurz Angst, aber das sind ja glücklicherweise. Wer? Krieger von. Na, Stockholm. Dann gehen wir mal an dem vorbei. Oh, Barbarenreiter, aber ich hoffe mal, die greifen uns nicht an, aufgrund der Tatsache. Das sind doch Barbarenreiter, ne? Ich hoffe, die greifen uns nicht an, aufgrund der Tatsache, dass hier noch Krieger sind von Stockholm und dass die erstmal gegen die kämpfen. So, gegen wen? Halt, ich glaube die hier. Ja, mit der Kriegereinheit könnten wir natürlich dann in die Richtung ziehen und versuchen, die platt zu machen. Aber da müssen wir halt vorher logischerweise dann auch mal komplett ausheilen wieder. Das heißt, wir heilen uns erstmal komplett aus, würde ich sagen. Und ziehen dann da hoch. In der Richtung geht es nicht weiter. Hier ist bloß Küste, das sehe ich. Deswegen können wir direkt hier weitergehen. Ach ja, und hier haben wir ja noch einen Speer, der aber lustigerweise nicht angegriffen wird von den barbaren Reitern. Das ist doch schon mal. Vor allem, das war ja sogar schon ein Streitwagen hier oben. Eieiei. Jetzt müssen wir natürlich. Oh, jetzt müssen wir wieder diesen Umweg hier gehen, weil ich einfach hier oben lang will. Verdammt nochmal. Und hier ist wahrscheinlich auch. Ah ne, hier scheint noch ein bisschen Land zu sein. Also ist hier wahrscheinlich eine Verbindung und gar nicht der Kontinent hier zu Ende. Ja, wir müssen jetzt hier warten. Können erstmal nicht weitermachen. Wie sieht es denn eigentlich mit unserem Gärten aus? Ja, die scheinen gut voranzukommen. Verdammt, die kämpfen wirklich gegen uns. Oh, Scheiße. Euer Speer wurde von feindlichen Reitern angegriffen, ja, ich weiß. Es hat sich die Gelegenheit ergeben, zu einem neuen und mächtigeren Regierungssystem zu wechseln. Lasst uns unsere Identität stärken und mehr Politiken erlassen, um unser Volk zu regieren. Entzwei und gebiete, tüchtig Wort. Verein und leite, besserer Hort. Oh Gott, das ist aber sehr kryptisch gesprochen. Das haben wir jetzt. Die Autokratie, die Oligarchie, die klassische Republik, charismatischer Anführer, plus zwei Einflusspunkte pro Runde für was? Für Gesandten in Stadtstaaten und Diplomatenliga. Der erste Gesandte, den ihr zu jedem Stadtstaat schickt, zählt als zwei Gesandte. Okay, dann wollen wir mal schauen. Regierungen wechseln. Wir können wechseln. Zur Oligarchie, zur Autokratie und zur klassischen Republik. Nein, Moment. Also, die Oligarchie. Alle Land- und Nahkampfeinheiten erhalten plus 4 Kampfstärke. Das ist jetzt erstmal nicht super wichtig. 20% Erfahrung für Kampfeinheiten. Autokratie. Hauptstadt erhält plus 1 Bonus auf alle Erträge. 10% Bonus für Wunderproduktion. Okay, wir bauen gerade ein Wunder. Klassische Republik. Alle Städte mit einem Bezirk erhalten plus 1 Annehmlichkeit. 15% Bonus für große Persönlichkeitspunkte. Okay, müssen wir mal gucken, was die. Das so noch. Ach so, das sind die Slots, meine Regierung. Alles klar, das sind die Slots, die wir da bekommen. Okay.
Das heißt, die Oligarchie hat so ein... Was ist das für ein Slot? Diplomatische Politik. Aha, einen diplomatischen Politik-Slot. Die Autokratie hat zwei Politiken, wie es aussieht. Nee, Quatsch. Die Autokratie hat, das ist ja hier Waffe, Militär. Zwei Militärslots. Die klassische Republik hat zwei Politik-Slots, dafür aber keinen Militärslot, oder? Das ist natürlich krass. Dafür aber halt auch wieder so einen diplomatische Politik-Slot. Was nehmen wir denn da jetzt? Hauptstadt erhält plus 1 Bonus auf alle Beiträge, Autokratie, klassische Republik. Alle Städte mit einem Bezirk erhalten plus 1 Annehmlichkeit. Also ich bin ja fast am ehesten für die klassische Republik. Aber dann haben wir halt gar keinen Bonus mehr, was die... was das Militär angeht. Aber Oligarchie ist auch wieder total krass auf Kampf aus. Also da kriegen wir halt einen mega Kampfbonus. Aber ich kämpfe ja gar nicht so viel eigentlich. Plus ein Bonus auf alle Erträge wäre halt auch nicht so schlecht. Oh, was mache ich denn da jetzt? Ich hätte halt auch Bock auf so einen diplomatische Politik-Slot, muss ich zugeben. Ich glaube, ich nehme das. Ich glaube so nicht, dass ich dieser kriegerischen Regierungsform lange treu bleibe, aber ich denke, ich nehme die Oligarchie erstmal. Ja. Vermächtnisbonus. Plus 1 Erfahrung für Kampfeinheiten in 5 Runden als Oligarchie. Ja. So, jetzt haben wir nämlich hier noch einen Politikplatz. Der erste Gesandte, den du zu jedem Stadtstaat schickt, zählt als 2 Gesandte. Charismatische Anführer plus 2 Einflusspunkte pro Runde für Gesandten in Stadtstaaten. Plus 2 Einflusspunkte für pro Runde. Ich glaube, so schnell werden wir aber keine neuen Stadtstaaten finden, dass wir da einen Gesandten hinschicken. Wir werden also eher die Gesandten, die wir schon haben, nutzen müssen, um weitere Einflusspunkte zu streuen. Also würde ich das hier nehmen. So, wir haben ja sonst nichts Neues dazu bekommen. Offenbarung. Großer Prophet, Punkte pro Runde 2. Joker-Politik, Eingebung, großer Wissenschaftler, Punkte pro Runde. Na, das brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Momentan noch nicht, glaube ich. Plus 50 Produktion für Siedler. Für Wunder der Antike und Klassik. Müssen wir eigentlich noch lassen. Oh, wie lange geht denn unser Wunder noch? Moment, müssen wir mal gucken. Wenn es nicht mehr lange geht, dann können wir das eigentlich ändern. Oh, noch 10 Runden. Okay, das ist noch ziemlich lang. Hä, was ist denn mit Politik? Regierung, Moment. Muss mich kurz überlegen. Also das müssen wir lassen. Plus 1 Produktion in allen Städten. Darauf hätte ich halt schon Bock. Glaube ich, damit es einfach schneller geht. Wir wollen jetzt auch unsere dritte Stadt gründen. Und wir können nochmal kurz gucken. Plus 2 Gold, 30 Produktion an Handwerker, Glauben, Produktion der Siedler. Ich meine, ich brauche eigentlich noch einen dritten Siedler. Ich will noch die Hafenstadt bauen, aber ich glaube, das lassen wir. Charismatischer Anführer. Zwei. Genau, wir nehmen das. Wir wollen ja souverän werden von den Stadtstaaten, damit wir halt mehr Kultur bekommen. Disziplin. Plus 5 Kampfstärke beim Kampf gegen Barbaren ist immer noch gut, glaube ich. Dementsprechend nehmen wir das jetzt, ja. Da sind wir jetzt natürlich ziemlich stark, was den Kampf angeht, aber weil wir ja immer noch gegen ein paar Barbaren kämpfen müssen, ist das wahrscheinlich nicht schlimm. Jetzt nehmen wir noch eine kulturelle Ausrichtung. Und zwar... Also das nehmen wir nicht, das ist jetzt auch alles viel zu lang. Ist halt die Frage, wollen wir Militärtradition nehmen? Es dauert eh nur noch 3 Runden. Was bekommen wir da nochmal? 100% Produktion für schwere und leichte Kavallerieeinheiten. Das Ding ist natürlich, das würde ich ja gerne machen, wenn der Bau von den hängenden Gärten fertig ist. Weil wenn ich das hier in 3 Runden abschließe, dann kann ich meine Politik wieder ändern, ohne dass ich einen Malus oder sowas dafür bekomme. Weil wenn man einfach so die Politik ändert, das führt dann, glaube ich, zu negativen Auswirkungen. Man sollte immer darauf warten, dass man das kostenlos quasi darf. Deswegen nehme ich erstmal was anderes. Aber das dauert dann natürlich 13 Runden. Alles macht ja nichts, weil 10 Runden dauern ja auch noch die hängenden Gärten, das ist also auch nicht so schlimm.
Was haben wir denn da? Drama und Dichtung. Baut ein Wunder. Ah, okay, das bauen wir ja gerade. Das heißt, das sollen wir jetzt nicht nehmen. Spiele und Erholung. Erforscht die Technologie Bauwesen. Spiele und Erholung. Arena. Kolosseum. Plus 2 Kultur und 3 Annehmlichkeiten durch Unterhaltung. Das ist natürlich gut. Unterhaltungskomplex. Den müssen wir dann zuerst bauen. Und Inseln. Ach, wenn das in 13 Runden fertig ist, können wir dann also auch schon die Politik ändern. Dann ist das egal mit der Militärtradition. Aber dann würde ich sagen, nehmen wir trotzdem das. Oh, sorry, ich musste niesen. Dann nehmen wir trotzdem das, weil das dann 3 Runden nach den hängenden Gärten fertig ist. Und dann können wir immer noch die Militärtradition nehmen. Inseln. Plus 1 Wohnraum in allen Städten, mindestens 2 Spezialbezirken. Gut, der Speer... Ach so, das ist ein Streitwagen von England. Das ist gar keine Barbaren, weil die auch rot sind. Das geht mir am Sack, verdammt. Egal. So, ziehen weiter mit unserem Speer. Oh, ich hoffe mal, da lässt uns jetzt in Ruhe. Aber wir werden wahrscheinlich sterben, verdammt nochmal, in der nächsten Runde, wenn er uns wieder angreift. Scheiße, da haben wir einen Speer weniger. Oh, da kommt ganz freiwillig ein Barbarenspeer zu uns. Den greifen wir natürlich an. Zumal wir jetzt super viel... Kraft eigentlich haben sollten mit den ganzen Boni, die wir haben. Plus 4 Kampf durch Oligarchie, genau. Dass das noch nicht reicht, um die kaputt zu machen, ist auch merkwürdig. Aber 41 Schaden ist da schon mal nicht schlecht. Was ist das? Hm? Straßen verbessert. Straße, klassische Straße wurde freigeschaltet und alle Straßen in eurem Territorium verbessert, aber ich habe noch gar keine Straße. Einheit benötigt Befehle. Welche denn? Ach so, der Speer ist da. Juhu, wir können unsere Stadt gründen. Die bauen wir jetzt auch einfach hier hin. Würde ich sagen. Da haben wir auch direkt eine Produktion dazu. Und dementsprechend Stadt gründen. Unsere dritte Stadt. Das geht hier aber Schlag auf Schlag, meine Freunde. Rhodos. Der Koloss von Rhodos. Oh, den brauchen wir jetzt aber. Koloss von Rhodos ist auf Garantie auch ein Wunder, dass wir bauen können. Koloss von Rhodos. Bitte in Rhodos bauen. Vielen Dank. So, Produktion wählen von Rhodos. Monument, 20 Runden, heilige Städte, das wäre ein bisschen dumm. Heilige Städte haben wir auch schon in dem anderen. So, Monument, Händler, wir waren doch hier kein Händler, das dauert 18 Runden. Wenn dann halt Handwerker, logischerweise, um die Sachen hier zu bewirtschaften, würde ich mal behaupten. Und Gesamtnahrungsüberschuss 1,1, okay. Was wird denn hier gerade bewirtschaftet? Das Feld. Da bekommen wir einen Wissenschaft dazu, 2 Nahrung, 1 Produktion, aber ich glaube... Ja, das macht auch mehr Sinn. Hier hätten wir jetzt zwar noch Kultur, aber ich glaube, ich brauche erstmal die Produktion. Und ich würde sagen, wir bauen einen Handwerker, damit wir hier die Länderdinger verbessern können, logischerweise, und noch mehr Zeugs rausbekommen. Gerade ich... Ja, wir haben aber hier gerade gar nichts in der Region, weil es Produktion steigert, sehe ich gerade. Aber egal, Hauptsache, wir haben dieses Naturwunder drin, das ist erstmal die Hauptsache. Ja, ich denke, ich werde trotzdem einen Handwerker bauen, oder? Kornspeicher plus 2 Wohnraum. Kornspeicher ist natürlich auch nicht schlecht, weil hier haben wir ja auch Wohnraumknappheit. Wo ist es denn? Da, in Argos. Dauert auch noch 7 Runden, meine Herren. Wohnraum, Wohnraum, Wohnraum. Plus 2 Wohnraum. Monument. Gibt gar keinen Wohnraum. Heilige Städte. Ich glaube fast, ich nehme den Kornspeicher, oder? Gibt es irgendwas, das Produktion steigert? Nee. Nehme ich erstmal den Kornspeicher. Ja, ich glaube, Wohnraum ist erstmal wichtiger. So, ich bin mal gespannt, ob die das überleben oder ob die wirklich umgebracht werden. Bitte nicht! Lass die bitte am Leben. Bitte, komm, da ist ein Fluss und alles. Nein, sie machen's. Sie machen's doch nicht. Sie können wahrscheinlich nicht gleichzeitig über den Fluss angreifen, nachdem sie sich bewegt haben. Das ist doch schon mal sehr gut. Und das ist halt die Frage, soll ich jetzt hier hochgehen? Oder muss ich hier erstmal komplett zurückziehen? Aber ich glaube, ich gehe erstmal hier hoch. Die kommen ja auch nicht hier hoch. Also die können ja wahrscheinlich nicht über den Fluss und mich dann angreifen. Und im Wald kann ich mich auch schnell bewegen. Ich gehe mal hier hoch.
Ich würde dich halt gerne erstmal wieder ausheilen, aber ich habe ein bisschen Angst. So, der Speer geht in die Richtung. Jetzt müssen wir leider mal die Grenzen. Ach ne, wir können die Grenzen nicht überschreiten, weil da hier ein Weg steht. Na toll. Da ist eine Einheit Handwerker, glaube ich. Ja, genau. Dann müssen wir halt mal die Grenzen hier überschreiten. Ich glaube, das ist immer noch okay, oder? Dem Stadion, wo wir uns befinden, wobei es ist halt nicht mehr so gestrichelt. Es ist jetzt durchgezogen, die Linie. Ich glaube, das ist nur in der ersten, in der frühen Phase, wobei hier ist es jetzt auch noch gestrichelt bei London. Keine Ahnung, woran es liegt. Soll ich es mal riskieren, dann einfach da durchzugehen? Ich kann es mal riskieren. Mehr Wohnraum benötigt. In Rhodos, ja, okay, wir bauen ja gerade Zeugs für mehr Wohnraum. Also Wohnraum scheint wirklich das zu sein, was am meisten gebraucht wird. Was baue ich denn hier? Handwerker. Ah ja, die bauen dann im Bauernhof, der Wohnraum bringt. Ach, hätte ich auch zuerst den Kornspeicher bauen sollen, aber gut, aus den Fehlern lernt man. Mal schauen, was die da oben machen. Bitte nicht verfolgen, bitte nicht verfolgen. Oh Gott, und da kommen noch. Oh Gott, das konnte ich natürlich überhaupt nicht ahnen. Mach's gut, Kundschafter. Also hier oben ist ganz böse, sicke Action. Scheiße. Jetzt haben wir einen Spieler weniger. Jetzt können wir langsamer die Welt erkunden. Das ist nicht so schön. Dürfen wir jetzt hier durchgehen oder? Ach nee, wir kommen gar nicht hier durch. Wird gar nicht angezeigt als Möglichkeit. Okay. Ach, warum habe ich denn den Speer nicht weiter platt gemacht? Ich trottel. Na egal. Ich glaube, der war abgehauen, oder? Da stand, glaube ich, nicht mehr direkt neben mir. Große Persönlichkeit. Ich kann eine große Persönlichkeit mir holen. Ach ja, den großen Propheten. Sehr schön. Und zwar, Zarathustra sprach: Gründet eine Religion und macht aus dieser Stadt eine heilige Stadt. Fortschritt, Griechenland. Das sind wir der Erste, oder? Rekrutieren. Biografie. Als Sohn einer Priesterfamilie und direkter Nachkomme der königlichen. Was? Manu. Kihar-Linie hat Zarathustra bei seiner Geburt wahrscheinlich eher gelacht statt geweint, als der Gott Ahura Mazda aus dem Himmel hinabstieg und ihn begrüßte. Seine Botschaft war einfach: Führe ein anständiges Leben, dann hast du dir den Weg zum ewigen Glück geebnet, und folge den monotheistischen Doktrinen des Gottes der Rechtschaffenheit. Ahura Mazda. Wer ist denn Ahura Mazda? Im Alter von 16 Jahren waren Zarathustra bereits alle weltlichen Freuden egal. Eher verwunderlich bei einem Teenager. Mit 20 Jahren verließ er sein Zuhause, um ein Leben voller Anmut, oh mein Gott, lern lesen, voller Armut und Tugenden zu führen. Er zog umher. Mein Kopf generierte gerade Worte, die gar nicht da sind. Er zog herum und predigte nicht nur in den Städten des alten Iran, sondern auch in den Wäldern und Bergen. Er verbrachte viel Zeit mit Meditation und Reflexion und erfuhr auf dem Gipfel des Sabbatam die Kommunion mit seinem Gott und erfreute sich an oder litt vielleicht auch unter 7 göttlichen prophetischen Visionen. Den Rest seines Lebens sollte Zarathustra Wohltätigen und Sterblichen, in Klammern Erzengeln, haben. Was? Den Rest seines Lebens sollte Zarathustra Konversation mit Wohltätigen und Sterblichen, also Erzengeln, haben, und er bekämpfte Ahriman, den Satan des Zarathustrismus. Er komponierte die Gatha, 17 Hymnen, die die göttlichen Essenzen darlegen. Ne? All dies geschah um das Jahr 600 vor Christi, laut Schreiben wie Plutarch und Diogenes. Zarathustra nahm die Anhänger verschiedener Kulte mit auf, die Kavis und die Karpan. Deren Priester richteten Vishtas, den König des Irans, gegen Zarathustra. Doch als dieser aufgrund der Fürsprache seines Gottes nicht im Gefängnis verhungerte, obwohl man ihm nichts zu essen gab, sah der König das Licht. Und das sogar noch deutlicher, als der Prophet das Leben seines geliebten schwarzen Pferdes rettete. Okay. Die Konvertierung der königlichen Familie führte zum Krieg mit dem nahen Königreich Turan, der mehrere Jahre dauerte. Dabei wurde Zarathustra von einem gewissen Pratrokrech. Viele erst Pratrokrech getötet, einem Turanier, während er im Feuertempel von Nush-Ala betete. Und wie alt war er da? Egal, wir rekrutieren ihn, das geht gut. Unser Volk hat einen großen Propheten in unser Land gelockt. Schickt diese heiligste aller Persönlichkeiten zu unserer heiligen Stätte und freut euch.
denn die Zeit ist gekommen, um unsere eigene Religion zu gründen. Sehr gut. Das Positive an viel Kultur und dann später auch Tourismus ist, dass die auch unsere Kultur aufnehmen und unsere Religion dadurch verbreiten. Okay, da ist er. Zarathustra. Wäre geil, wenn die alle ein bisschen anders aussehen, aber ich glaube, die sehen alle gleich aus. Kann sich immer nur ein Feld fortbewegen, wie es aussieht, oder wegen dem Fluss, keine Ahnung. Tja, jetzt hat London natürlich hier oben ziemlichen Stress mit Barbaren, fällt mir gerade ein, weil es ja schon starke Einheiten sind, die da rumstehen. Jetzt. Okay, gehen wir mal weiter. Ach, komplett regeneriert, sehr schön. Dann versuchen wir mal, das Barbarendorf da oben platt zu machen. Und schauen, was es hier noch so Neues gibt. Ob sich da vielleicht noch eine Landzunge verbirgt. Politikplatz. Zieh eine Politik auf diesen Platz. Ach, weil wir den Propheten haben, dürfen wir automatisch was anderes reinpacken. Das ist natürlich schön. Politik ändern. Ach so, ich glaube sogar, man darf auch die Sachen hier ändern. Es geht, glaube ich, weil das ist ja quasi unsere Regierung, das können wir ja immer wieder ändern. Ich glaube, es geht nur darum, die Regierungsform, die darf man, glaube ich, nicht einfach so ändern. Das ist es, glaube ich. Oder man darf nicht, also zumindest bei Civilization 5 war es, glaube ich, so, dass man nicht zu einer Religion, zu einer Regierungsform zurückkehren darf, die man schon hatte. Ich glaube, eine neue kann man auch einfach wählen. Ach, ich weiß es nicht mehr, aber... Dann, das heißt, wir können dann auch einfach die Frohner bald wieder ändern, sobald das mit dem Dingens da vorbei ist. Und können dann zum Beispiel Produktion für Siedler wieder nehmen, um halt einen dritten Siedler zu bauen, um die dritte Stadt, die dann unsere Hafenstadt wird, zu bauen. Das könnte gehen. So, plus 2 Punkte großer Wissenschaftler pro Punkte. Was nehmen wir denn da auf diesem Platz? Plus 2 Gold, Handelswege, reduziere die Kosten im Kauf Geländefeldes. Plus 1 Glauben und Gold, Produktion für Siedler, 30% Produktion für Handwerker. Brauchen wir ja eigentlich gerade alles nicht, oder? Deswegen nehme ich mal diese 2 Punkte für den großen Wissenschaftler. Oh, ich kann meine Tastatur wieder nicht benutzen und ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Stunde im Leben, die man im Sattel verbringt, ist verloren. Winston Churchill. Das ist gut, weil hier unten haben wir nämlich dann auch diese strategische Ressource Pferde. Sehr gut. Aber wenn die jetzt so schlau sind und hier hinlaufen und wir dahin, dann können wir die vielleicht angreifen. Was wollen wir denn als nächstes erforschen? Segeln. Bogenschießen, das ist ja sinnlos, also das können wir komplett weglassen. Rad war Wassermühle und, ach ja, Wassermühle macht ja auch Produktion plus. Das wäre eigentlich für unsere neuen Städte gut, solange die am Fluss sind. Dauert auch nur 6 Runden, das Rad. Währung, was bringt Währung? Mark, plus 3 Gold, Bürgerplatz, Punkt des Typs großer Händler pro Runde. Handelszentrum, okay. Modernisiert 2 Meeresressourcen, 10 Runden. Ich glaube, ich nehme mal das Rad, weil die Wassermühle klingt ganz geil. Oh, was ist denn jetzt? Ich frage mich, warum manchmal meine... Oh, wir haben Seoul entdeckt. Neue Stadtquest. Ihr habt einen neuen Stadtteil getroffen. Sind wir der Erste, der ihn getroffen hat? Nein, England hat ihn schon gehabt, verdammt. Halt. Ich möchte natürlich das Questwissen. Barbaren Außenposten im Umkreis von 5 Geländefeldern zerstören. Aha. Eingesandter. Und dann würden wir natürlich aus dem Eingesandten 2 machen, wenn wir unsere Politik dahingehend ändern würden. Es ist halt die Frage, darf ich meine Politik einfach so ändern? Oder, ach nee, große Persönlichkeiten, Religion, Regierung. Darf ich das einfach machen oder nicht? Ich glaube, wenn ich es mache... Nee, ich darf es nicht einfach so freischalten für 225. Ich wusste es doch, man darf es nicht einfach so machen. Alles klar. Kostet 225, okay. Aber wo ist denn hier der Außenposten? Das bedeutet ja, dass hier irgendwo... Da ist es vielleicht sogar schlauer, wenn ich mit denen nach oben ziehe und versuche, die da irgendwo Platz zu machen. Muss ich die ja nur noch finden. Aber wahrscheinlich ist es dann irgendwo in der Richtung, hoffe ich mal. Hier kommen ja nicht lang, weil hier die Berge sind.
Und das ist schon geil, wie der Stadtstaat quasi verhindert, dass ich hier lang kann. Und der verhindert, dass ich da lang kann. Ich gehe jetzt erstmal. Ich müsste halt rausfinden, ob ich hier noch weiterkomme und ob hier dann auch noch mehr ist. Verdammt nochmal. Und hier komme ich ja auch nicht weiter, weil diese Einheit das versperrt. Verdammt. Das ist halt die Frage. Soll ich jetzt direkt da hochziehen? Ich gehe mal hier hin, damit wir den Fluss nicht überqueren. So, dann würde ich aber erstmal sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis hoffentlich morgen oder zum nächsten Mal. Tschüss.